Hallo, 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 ihr Lieben. Schaut euch das mal an, ihr Lieben. Ein Riesenpaket. Leute, heute geht's mal um was ganz Besonderes. Hallo, kann man mich hören? Hallo. So, hier, da, Pokémon. Wunderschön. Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin's, euer Gigagrivi von Gigalabastia, dem kleinen bescheidenen Hort rund um die Welt von Pokémon. So sieht nämlich aus. Ihr Lieben, ich habe hier mal ganz viel heute mitgebracht, denn wir reden heute darüber, dass Pokémon-Karten so günstig wie noch nie geworden sind. Ich habe das Gefühl, wenn es einen guten Zeitpunkt gab, um ins Pokémon-TCG einzusteigen, dann wohl jetzt. Denn es ist ganz einfach so, dass ihr derzeit sehr viele Sets, auch sehr viele aktuelle Sets zu einem sehr guten, günstigen Preis bekommt. Und ich habe euch da ja in den vergangenen Wochen regelmäßig mit Angebotsvideos versorgt. Die habt ihr natürlich auch fleißig angeschaut und viele von euch haben da auch zugeschlagen. Ja, ich weiß natürlich, ein großes Problem bei diesen ganzen Angeboten ist immer, dass sie regional sehr unterschiedlich sein können. Ja, also wenn der eine in Schleswig-Holstein sagt, super Sache, ich habe hier von 151 Minitins mir geholt. Ich habe sie gerade nicht mehr hier liegen. Aber der in NRW sagt, ja toll, ich habe sie aber noch nicht. Das ist natürlich immer ein großes Ärgernis. Gleiches gilt natürlich auch für Top-Trainer-Boxen. Ich war ja vor kurzem wieder mal bei Rossmann und da gab es die Top-Trainer-Boxen zum Angebotspreis. Das richtet sich so an die Sommerferien. Da gibt es auch einen Zeitplan im offiziellen Prospekt von Rossmann. Also checkt das ganz gerne ab, denn da könnt ihr sparen, sparen, sparen. Und in Zeiten der Inflation, naja, da kann jeder von uns mal ein bisschen Sparfuchs sein. Und ich möchte heute deswegen mal ein bisschen auf die aktuellen Angebote zu sprechen kommen. Was lohnt sich eigentlich? Wo sollte man besonders mal drauf achten? Und ich habe ja auch noch ein bisschen was übrig, was wir öffnen können. Man muss allerdings auch dazu sagen, gerade wenn es ums Thema Online-Shops geht, da muss man schnell sein, ja? Also reden wir mal über die Belectro V-Box hier zum Beispiel. Die habe ich euch in dem Video auch nochmal genauer vorgestellt. Die gab es auf Deutsch in einigen Online-Shops, auch bei den Card-Buddies nochmal im Angebot. Mittlerweile aber findet man des Öfteren eher die englischen Varianten. Das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem. Gerade online gibt es eben viele Pokémon-Karten auch gerade auf Englisch. Ich sammle ja eigentlich nur Deutsch und ich glaube, vielen von euch geht es auch so, weil sie die Karten ja auch lesen wollen und nicht jeder ist des Englischen mächtig, was ich prinzipiell wäre. Aber sei es drum. Naja, deswegen guckt man natürlich auch vor allem darauf, was gibt es denn im regulären Handel. Und da habe ich ja schon gesagt, ne, es ist momentan wirklich so, dass fast jedes Geschäft Angebote über Angebote raushaut. Ich finde das prinzipiell als Endkunden natürlich sehr, sehr gut. Hoffe aber, dass das kein Zeichen dafür ist, dass Pokémon einfach wirklich gar niemand mehr vom Ofen hervorlockt oder so. Ich habe eher das Gefühl, da liegt es häufig daran, dass manch ein Geschäft zahlungsunfähig zu sein scheint. Das meine ich jetzt nicht mal böse oder so. Guck mal, hier übrigens eine schöne Promokarte von Eisenblatt EX. Kann man auch spielerisch gut benutzen. Sehr schöne Tinbox. Die gab es zum Beispiel bei Marktkauf in der Edeka-Gruppe. Ja, ich glaube, die gab es noch bei Hannover Minden. Ich bin mir gerade unsicher. Es kann auch sein, dass es sie deutschlandweit gab. Ich sage ja, regionale Unterschiede. Für 19,99 für eine Top-Trainer-Box 5 Euro gespart, 4 Booster und eine Promokarte in einer coolen Tinbox. Super Preis, machst du nichts verkehrt. Nee, aber wir hatten zum Beispiel Spielemax. Die hatten ja eine Zeit lang ganz viele Angebote rausgehauen. Dann hatten wir KDW, wo ja die Signa Iduna-Gruppe auch dahinter steht. Oder war das so? Ich glaube schon. Also von daher muss man da immer ein bisschen schauen, dass man einen guten Zeitpunkt abfängt. Aber es ist tatsächlich so, dass sehr, sehr viele Geschäfte Pokémon-Karten natürlich auch als Werbemittel nutzen, um ein paar Leute in ihre Geschäfte zu locken. Ich habe viele, viele Geschäfte davon hier auf meinem Kanal bereits besucht und habe entsprechend die Angebote auch genutzt. Ich persönlich finde das ganz nett, aber natürlich immer dran denken, erstmal Energiekarte, Psycho. Es geht auch ein bisschen darum, die Hobby-Stores nicht zu vergessen, denn auch die leben hauptsächlich natürlich von den TCG-Karten, egal welche das jetzt sind, ob das Magic ist, Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon, One Piece ist ja auch riesengroß, Digimon. Die haben natürlich nicht die Möglichkeiten, jetzt immer so krass viele Angebote rauszuhauen. Also ich nutze das per se auch sehr gern mal mit. Oh, wunderschönes Wutpilz hier als Reverse. Aber natürlich immer dran denken, die lokalen Stores nicht vergessen. So, jetzt schauen wir mal rein in unser erstes Booster hier. Wutpilz Reverse und dahinter, ach schade, nur ein Normifin. Und dazu noch, der Tee wird eingeschenkt. Wir hatten jetzt Maskerade im Zwielicht. Ich gehe mal rein in Gewalten der Zeit.
Da würde ich mir zum Beispiel auch ganz gerne eine aktuelle Top-Trainer-Box noch gönnen. Also es ist schon cool. Es gibt ja auch die Big Player, sage ich mal. Für die mache ich jetzt eher ungern Werbung. Es sei denn, sie haben was Exklusives. Also wir reden hier von großen Online-Versandriesen, ja. Auch die haben natürlich einen ganz anderen Spielraum, um bestimmte Angebote umzusetzen. Ne? Das muss man fairerweise auch dazu sagen. Unlichtenergie. Jawollo, das sieht gut aus. Aber natürlich für jeden, der einen kleinen Geldbeutel hat und trotzdem sich mal ein paar Pokémon-Karten holen möchte, dem sei das natürlich trotzdem mal angeraten, da zu gucken, ob er nicht was Passendes findet. Denn das ein oder andere Produkt, das bekommt man eben dort dann um ein wesentliches günstiger. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, ich muss halt aufs Portemonnaie schauen, es geht sonst nicht anders. Da sind 5 oder 10 Euro schon echt spielentscheidend. Kann ich nachvollziehen, wirklich. Also das ist jetzt nichts Schlimmes oder so. So wie Zunder, was Schlimmes darf auch nicht dahinter sein. Gerne eine Illustration Rare. Ach, schade. Eneko und Miraidon. Schade. Wo sind die Hits, Leute? Wo sind die Hits? Vielleicht ein Carpador hier in Entwicklungen in Paldea. Ja? Aber prinzipiell ist es schon cool, dass wir jetzt in so einer Zeit leben, wo es Pokémon-Karten in Hülle und Fülle im Angebot auch mal gibt oder man nicht immer die unverbindliche Preisempfehlung zahlen muss. Mal ist es ja okay, aber wenn man mal ein bisschen sparen kann, ist das schon nicht schlecht. Ihr könnt übrigens zum Beispiel auch bei den Card-Buddies sparen. Ne? Immer dran denken, mit dem Code GIGALABASTIA, da spart ihr 5%, also Hashtag Werbung hier. Ich möchte es nochmal gesagt haben. Und lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Da würde ich mich auch sehr freuen. Vielen Dank für euren Support, ihr Lieben. Und auch gerne Kanalmitglied werden. Wäre auch super. So, Elektro. Gehen wir rein ins vorletzte Booster aus unserer Tinbox von heute. Ich glaube, wir machen heute noch die Delfinator EX-Box auf. Leuchtenergie ist mit dabei. Und dann haben wir Flamingo, Datiri Reverse und jetzt darf doch mal nicht kommen, bitteschön. Jawohl, ja, das ist er, das ist Mogelbaum, Mogel. Oh, wie cool ist das denn? Oh, ich wollte sie schon so lange ziehen, ich habe gar nicht mehr dran gedacht gerade. Das ist doch mal was Feines. Mogelbaum, Mogel. Ach, guckt euch diese coole Karte an. Mogelbaum mogelt sich hier rein. Zwischen den kleinen Bäumchen hier an der Hausfassade. Wunderschön. Oh, das liebe ich. Ich wollte die so gerne haben. Für diejenigen, die jetzt ganz neu sind und sich wundern, warum freut er sich so wegen Mogelbaum. Mogelbaum hat so ein bisschen einen Insider-Charakter hier auf meinem Kanal. Und deswegen habe ich mich so gefreut, als es hieß, dass Mogelbaum eine Illustration Rare bekommen würde. Und ich war drauf und dran, sie mir mal zu kaufen. Aber ich dachte, vielleicht ist es sie ja doch noch. Und hier ist sie. Mogelbaum Illustration Rare mit dem Versteckschlag und dem Ellbogenstoß. Gigantisch. Da hat sich die Tin jetzt schon gelohnt. Was ist noch dahinter? Vielleicht noch was Feines? Noch eine Vollart Patina Raja EX. Die haben wir, glaube ich, schon. Aber wir haben einfach einen Doppelhit. Eine Vollart und eine Illustration Rare in einem Booster. Entwicklungen in Paldea, Leute. Ach, das ist eine schöne Erweiterung. Die gönnt halt einfach. Da könnte ich gleich noch ein Display auspacken. So viel Freude bereitet mir dieses Set. Phänomenale Hits hier. Also das Booster hat sich ja mal richtig gelohnt. Und das auch noch zu einem Angebotspreis, ihr Lieben. Ist es nicht fantastisch? Ach, toll. Ja, also wie gesagt, ich kann euch nur raten, macht eine gute Mischung draus. Ne? Wenn mal irgendwas gerade in der Nähe ist und ihr sagt, Mensch, cool, ob es jetzt bei Edeka ist oder bei anderen Händlern, gerne mal mit nutzen, aber Lokalstores nicht vergessen. Ne? Das ist schon wichtig. Wir wollen natürlich solche Orte haben, wo Leute sich auch treffen können, wo sie tauschen können, wo sie spielen können. Das möchte ich an dieser Stelle ganz transparent trotzdem immer wieder mit ins Gedächtnis rufen. So, ich sage Kampfenergie nochmal fürs letzte Booster, aber es ist Psycho. Wir haben nochmal, das sind Gewalt- und Zeitkarten, ne? Ja, okay. Und das heißt, das sind wieder die 4. Und, nee, oder ist das Gewalt- und Zeit? Bin ich gerade komplett doof? Jetzt sind wir soweit. Okay, das waren 4 Karten. Genau, ausgewaltende Zeit. Das ist ein Produktionsfehler. Haben mir einige schon geschrieben. Ist mir vor kurzem das erste Mal passiert. Jetzt also auch in dieser Tinbox wieder. Bei dem ersten Booster von Maskerade im Zwielicht war es zum Beispiel nicht so. Groldra Reverse und Katapultra vielleicht. Das kann gar nicht auf dem Slot sein, aber dahinter. Oh, Eisendorn EX nochmal. Die Karte haben wir schon gezogen im Display, aber wir bekommen Hit Nummer 3 aus dieser Tinbox. Und damit war das eine ziemlich gute Tinbox, möchte ich sagen, ihr Lieben. Richtig schön. Eisendorn EX. 3 Hits aus einer Tin.
Also das ist schon nicht schlecht. Und das für 1999. Eine Sache sollte man natürlich auch hier bei diesem Angebotsding mit erwähnen. Wenn ich schon sage, Pokémon ist so günstig wie lange nicht. Natürlich habt ihr auch immer die Möglichkeiten, über verschiedene Online-Shops mal einzukaufen. Also auch so private Verkäufe und sowas. Jetzt muss man halt fairerweise sagen, wenn ihr im lokalen Handel kauft, selbst wenn es Angebotspreise sind, also selbst die großen Ketten, ne, Spielemarkt gibt es ja jetzt hier und da mal wieder, oder Smith Toys zum Beispiel auch, das ist ja jetzt wirklich ein ziemlich großer Player auf lokaler, kommunaler Ebene, ne? Also da sind Mitarbeiter dabei, da zahlt die Gewerbesteuern, Umsatzsteuer, das geht ja auch alles so ein bisschen Hand in Hand, was eure Kommunen anbelangt, wo ihr wohnt. Auch das sollte man natürlich nicht vergessen im Vergleich zum großen Online-Geschäft, ne? Aber ich weiß natürlich, es gibt viele auch Pokémon-Shops, die sich auf Online-Handel spezialisiert haben. Und da gibt es auch viele, die einen guten Job machen. Und ja, als Endverbraucher, sind wir mal ehrlich, kann ich auch verstehen, geht es natürlich oft darum, den möglichst besten Preis zu erhalten. Ne? Also das immer noch mal dazu gesagt. So, wir haben hier wieder zweimal Maskerade im Zwielicht, einmal Gewalt in der Zeit wie in der Tin. Aber statt Entwicklungen in Paldea haben wir noch mal die Chance auf Aerodactyl. Wir gehen wieder rein, Maskerade im Zwielicht. Und ich hoffe und bete, dass wir diesmal auch wirklich ein komplettes Booster aus dieser Erweiterung bekommen. Elektroenergie, ihr Lieben. Gehen wir rein. So, Aufnahmen laufen auch. Sehr gut. Nochmal gecheckt. Bronze. Magnaien. Nee, das sind wieder Gewalten der Zeit-Pokémon. Schade. So, jetzt sind wir aber wirklich in der Erweiterung. Mit Flampivian. Volipoba. Ein wunderschönes Varones. Wampels Reverse. Trommelwirbel. Und jawoll! Und die nächste Illustration Rare. Und was für eine! Pinsir als Illustration Rare. Oh, jetzt läuft's aber mal. Was ein gutes Opening heute. Oh, das tut gut. Das tut gut. Sehr, sehr nice. Richtig, richtig schönes Artwork hier. Als diese Karte angekündigt worden ist, da war ich schon überzeugt davon, die willst du haben. Ich meine, das sieht auch einfach knuffig aus hier, ne? Das Pinsir, das freut sich. Wahrscheinlich hat es gerade ein paar Beeren verdrückt hier oder ein bisschen Honig genascht am Baum mit dem langsamen Knirscher und den superstarken Hörnern. So, wunderschöne Karte. Richtig, richtig gut. Centering ist okay. Ich glaube, links ein bisschen dicker, aber nehmen wir, ist verkraftbar. Und dahinter noch ein Skelabra. Aber das ist natürlich schon sehr, sehr stark. Toller First-Pack-Pull hier aus der Delfinator-Box. Gewalten der Zeit ist jetzt dran. Und auch da gibt es natürlich einige tolle Hits, die man draus ziehen kann. Feuerenergie. Ah, es ist Pflanze. Mit Knilz und Schlurp. Ich glaube, Schlurp hatten wir ja vor kurzem als Illustration Rare gezogen. Schneckmark und Tengulist ist mit dabei. Ja, also wenn wir die jetzt ziehen würden, dann wäre Feierabend für heute, glaube ich, ne? Das wäre ja gigantisch. Rettungsport Reverse und dahinter. Ah, schade, wäre auch zu schön gewesen. Arbok, aber vielleicht trotzdem noch ein Hit. Hey, Eisenkrieger. Eisenkrieger hat man schon. Aber trotzdem, schöne Karte. Schönes Artwork. Ist wirklich ein schönes Artwork. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare reinschreiben, wo würdet ihr zuschlagen? Bei welchen Angeboten, ja, kauft ihr zu UVP, macht ihr das schon nochmal? Zum Beispiel bei eurem lokalen Händler vor Ort. Ist das was, wo ihr sagt, ja, das is es, das will ich unterstützen? Würde mich mal interessieren, wie da euer Verhalten, euer Kaufverhalten ist. Oder ob ihr zum Beispiel nur Sparfüchse seid. Ne? Ob ihr sagt, nee, also wenn dann nur, wenn man mindestens 50% spart, sonst kaufe ich gar keine Pokémon-Karten. Wäre mal interessant zu wissen. Was sind so Preise, wo ihr sagt, da könnt ihr mal zuschlagen? Also, wir haben ja hier, ne, Top-Trainer-Boxen. Kosten, glaube ich, 55 Euro. Ich glaube, fast kein Shop bietet die für diesen sehr hohen Preis an. Was ich prinzipiell gut finde, weil 55 Euro ist schon eine ganze Menge Schotter, gerade in der heutigen Zeit. Also, ich finde es schön, wenn man da mal ein bisschen sparen kann. So, Pflanzenenergie. Gehen wir rein in Gewalten der Zeit. Jetzt dürfen wir auch endlich mal Gewalten der Zeit hier komplett öffnen. Nicht nur die ersten vier Karten. Wir haben Pygraulon, den Störturm, Glaciola, Sir Ab. Ach, es war Maskerade im Zwielicht. Verdammte Axt, es war Maskerade im Zwielicht. Paragoni Reverse und Trommelwirbel. Ach, schade, schon wieder kein Hit. Diese Erweiterung gönnt einfach nicht. Nee, diese Erweiterung gönnt wirklich nicht. Aber dafür haben wir noch ein letztes Booster, ihr Lieben. Ja, also, schönes Opening heute. Hat mich sehr gefreut auf jeden Fall. Wir haben jede Menge Hits gezogen, das kann man schon mal sagen. Und wie gesagt,
Habt die Augen mal immer offen. Ich kann euch schon mal versprechen, es wird demnächst wieder ein paar tolle Angebote geben. Da werde ich euch natürlich auch informieren. Jetzt gehen wir rein, das letzte Booster. Kampfenergie, verlorener Ursprung, ist klar. Und vielleicht, vielleicht bekommen wir ja sogar noch einen weiteren Hit. Wir haben auf jeden Fall die Kiste des Unheils. Oh, die haben wir lange nicht gezogen. Das waren gute Zeiten. Verlorener Ursprung, Openings, das waren schon echt krasse Zeiten. Vielleicht mache ich mal wieder ein Schwert- und Schild-Opening für euch. So grundsätzlich. Da haben wir Kramox mit Yukamori. Und ich glaube, jetzt kommt gleich die Reverse. Da könnte ja schon ein Hit sein. Leider nur Quirtle, aber jetzt vielleicht. Nochmal der Trommelwirbel. Last Pack lag, ja oder nein? Ah, immerhin eine Holo. Maritelitz, immerhin eine Holo, auch wenn es kein größerer Hit ist. Aber ich bin trotzdem mehr als zufrieden. Vor allem durch die Mogelbaum-Illustration Rare und auch die Pinsir-Karte. Ich habe vorhin gesagt, das Set gönnt nicht. Da hat es aber tatsächlich mal gegönnt. Und wir haben auch noch die EX-Karte hier und die Patinaraja Full Art, ne? Will ich euch nicht unterschlagen. Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Wie kauft ihr ein? Wo kauft ihr ein? Zu welchen Preisen? Würde mich mal interessieren. Wie gesagt, alles ist okay. Wir sind die Endverbraucher, wir sind die Sammler, wir sind die Kunden. Wir müssen auf unser Portemonnaie schauen. Nur immer dran denken, nicht die vergessen, die auch ein bisschen Raum und Fläche bieten für diese TCGs. Das sind eben die TCG-Hobby-Stores. Das sollte man wirklich sich immer ins Gedächtnis rufen. Wir sehen uns im nächsten Opening wieder. Macht's gut und bis dahin, euer GigaGreevy von GigaLabastia. Ciao, ciao.